Ja, jetzt kommt Heike Hensel dran. Sie war auch auf Lesbos, hat die Leute besucht, die Betroffenen, und im Bundestag auch Initiativen ergriffen. Sie wird darüber berichten, über diese Begegnung und über die Forderungen, die an die griechische Regierung auch gehen, auch wenn die Justiz unabhängig ist. Aber die Regierung hat immer auch eine Verpflichtung zu schauen, dass das alles in den vernünftigen Bahnen langt. Herzlich willkommen, Heike Hensel. Ja. Guten Tag, liebe Berlinerinnen, Berliner, und erst nochmal einen Dank an Nadja, die das wirklich mehr oder weniger mit ganz wenigen zusammen hier auf die Beine gestellt hat. Vielen Dank nochmal an dich. Ich teile das Anliegen hier derjenigen, die hier stehen, dass Sarah, Shaw und Nassos so schnell wie möglich freigelassen werden müssen, weil wir hier ganz klar ein Exempel sehen, das statuiert werden soll, leider, auf Lesbos. Nämlich, dass die humanitäre Hilfe, die sie geleistet haben, kriminalisiert werden soll. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass viele dieses Zeichen setzen, dass wir finden, die Politik ist kriminell, die zivile Seenotrettung und die humanitäre Hilfe, all das, was Sarah und die anderen geleistet haben, nicht mehr machen in der Ägäis. Dass sie kriminell sind und nicht diejenigen, die jetzt ersatzweise für Grundansprüche von Menschenrechten und menschenwürdigem Leben die EU das schon lange nicht mehr leistet, dass jetzt diejenigen dafür kriminalisiert werden, das ist der eigentliche Skandal, den wir nicht hinnehmen dürfen. Ich selbst kenne Sarah, Shaw und Nassos nicht. Ich war aber auch seit 2015 zahlreich, sehr häufig jedes Jahr auf Lesbos und unterstütze Projekte von Kultur des Friedens dort. Und wir haben die Arbeit von ERCI erlebt, eine der wenigen Organisationen, die bis heute Seenotrettung machen und die auch in diesem berüchtigten Lager, dem Hotspot, dem Flüchtlingslager Moria, humanitäre Hilfe leisten. Zum Beispiel einen der letzten Ärzte überhaupt für die 9000 Menschen dort in dem Lager stellen. Und umso zynischer ist es, dass diese Arbeit im Grunde mit der Verhaftung und Kriminalisierung von Sarah, Shaw und Nassos jetzt verhindert werden soll. Meines Erachtens ist das ein bewusster Angriff auf die humanitäre Hilfe, die dort geleistet wird. Sie soll vertrieben und eingeschüchtert werden, und das dürfen wir nicht zulassen. Wir haben die Bundesregierung gefragt, meine Kollegin Jacqueline Nastic für den Menschenrechtsausschuss und ich, sowohl schriftlich als auch mündlich, immer wieder, was macht ihr? Was ist die Position der Bundesregierung? Sie hält sich sehr bedeckt, sie beruft sich auf die unabhängige Justiz Griechenlands und dass sie nicht in laufende Verfahren, Ermittlungen intervenieren kann. Das stimmt formal, das stimmt, und das ist auch wichtig, die Unabhängigkeit der Staaten nicht anzutasten. Aber es geht darum, politische Initiativen zu ergreifen, dass es verhindert wird zukünftig, dass weitere humanitäre Helfer, Helferinnen im Mittelmeer, im Einzugsbereich der EU kriminalisiert werden. Und die Bundesregierung könnte sich längst dafür einsetzen, dass der Beschluss des Europaparlaments vom Juli, dass die nationalen Gesetze so angepasst werden müssen, dass humanitäre Hilfe für Flüchtlinge nicht mehr kriminalisiert werden kann als Schleppertätigkeit. Diese nationalen Gesetze müssen in der EU endlich alle so verändert werden. Und dafür kann sich die Bundesregierung auch aktiv einsetzen. Es ist doch eine Frage der rechtlichen Grundlagen, und die kann ich verändern. Und darüber hinaus fordern wir natürlich, dass das, was Sarah, was Shaw, was Nassos und viele Tausende andere Freiwillige jedes Jahr auf den griechischen Inseln leisten, auf der Lifeline geleistet haben, auf vielen anderen der Seenotrettungsbooten, dass das endlich wieder staatliche Institutionen übernehmen. Es muss staatlich finanziert werden von der EU. Zivile Seenotrettung, das ist ein international verbrieftes Recht, dass es zivile Seenotrettung geben muss. Und dafür sind wir alle.
alle verantwortlich, dies auch von unseren Regierungen einzufordern. Das ist das Erste, dass wir wieder eine zivile, rein zivile Seenotrettung im Mittelmeer und auch in der Ägäis zwischen der Türkei und Griechenland brauchen. Im Moment kreuzen dort NATO-Schiffe und Frontex-Schiffe. Und immer weniger Spielraum gibt es für zivile Initiativen. Und das Zweite ist, dass wir nicht mehr länger zulassen, dass aufgrund dieses schäbigen und zynischen Abkommens mit Erdogan, federführend von der Bundesregierung veranlasst und vorangetrieben, nämlich genau dazu führt, dass die Situation und die Zustände der Hotspots wie in Moria und auf Lesbos und anderen griechischen Inseln so katastrophal sind, dass nämlich die Flüchtlinge nicht mehr die Inseln verlassen dürfen und wir über 9000 Menschen auf Moria in dem Lager Moria haben, das eigentlich für knapp 3000 Menschen nur ausgelegt ist und als Zeichen der Abschreckung benutzt wird. Das können wir doch nicht zulassen. Das ist eine Schande der EU, diese Politik. Und das hat die Bundesregierung mit zu verantworten, denn sie hat sich für dieses Erdogan-Abkommen eingesetzt. Und deshalb, finde ich, sind die zentralen Forderungen. Beenden wir diesen schäbigen Deal mit Erdogan. Lösen wir diese menschenunwürdigen Hotspots der EU auf. Und lassen die Flüchtlinge in die verschiedenen europäischen Länder, die sie aufnehmen wollen. Und beenden wir diese Freiluftgefängnisse auf den griechischen Inseln. Das ist eine Zumutung für die Flüchtlinge und auch für die griechische Bevölkerung. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass nach wie vor Menschen auf die griechischen Inseln, aufs Mittelmeer gehen und dort als Zeugen und Zeuginnen uns hier berichten, was eigentlich dort passiert. Und deshalb bedanke ich mich auch nochmal, dass Sarah, dass Jean, dass Nassos und ihre Mitstreiterin von NIRCI hier die Flagge der Menschlichkeit hochhalten. Bravo.